Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sehen, bin ich nicht Herr Professor Patzinger. Mein Name ist Monika Hagedorn-Saupe. Ich bin stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung, einer der Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Leider ist Herr Professor Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kurzfristig wegen eines dringenden Termins verhindert, sodass er Sie heute nicht persönlich begrüßen kann. Er hat mich daher gebeten, Ihnen seine Eröffnungsworte zu überbringen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass die diesjährige Konferenz Zugang gestalten, mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe bei uns in der SPK in den Räumen des Hamburger Bahnhofs stattfindet. Die SPK ist ja bereits seit Beginn, das heißt seit der ersten Konferenz dieser Reihe in 2011, gerne und engagiert Mitveranstalter dieser Konferenzreihe. In der damaligen Konferenz mit dem Titel Ins Netz gegangen, Neue Wege zum kulturellen Erbe, hatten die Deutsche Kinemathek und wir uns mit Google Collaborative und Wikimedia zusammengetan. Wir wollten über Chancen und Herausforderungen für die Zugänglichkeit zum kulturellen Erbe sprechen, die sich durch Digitalisierung und Internet ergeben. Und wir wollten sehen, wie wir gemeinschaftlich die Zugänglichkeit befördern können. Seitdem hat sich von Jahr zu Jahr der Kreis der Veranstaltenden und derjenigen, die in dieser Aufgabe zusammenwirken, erweitert, worüber wir uns sehr freuen. Die Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz selbst bewahren Kulturgüter von herausragender Bedeutung, die die kulturelle Entwicklung der Menschheit von ihren Anfängen bis in die Gegenwart dokumentieren. Sie bilden ein einzigartiges Wissensarchiv, in dem die Quellen kultureller Überlieferungen sinnvoll aufeinander bezogen und in einen Dialog miteinander gebracht werden. Die Digitalisierung der Sammlungen und Bestände begründet neue Arbeitsprozesse, die es den Einrichtungen der SPK ermöglichen, in zeitgemäßer Form ihre im Stiftungsgesetz definierte Aufgabe wahrzunehmen und die Auswertung ihrer Sammlungen für die Interessen der Allgemeinheit in Wissenschaft und Bildung und für den Kulturaustausch zwischen den Völkern zu gewährleisten. So sagt es § 3 unseres Stiftungsgesetzes. Digitalisierung in dieser Aufgabenstellung umfasst immer die Verbindung von mindestens einer digitalen Reproduktion des Sammlungsobjektes mit erschließenden Metadaten in digitaler Form. Voraussetzung für die Digitalisierung der kulturellen Überlieferung ist daher eine angemessene Erschließung und Dokumentation der Bestände. Auf diese Weise erhalten Forscherinnen und Forscher weltweit sowie die interessierte Öffentlichkeit einen komfortablen und direkten Zugang zu den Bestandsnachweisen, Texten und Bildern, den audiovisuellen Dateien und digitalen Objekten sowie zu elektronisch publizierten Forschungsergebnissen über die Sammlungen der Stiftung. Die digitalen Sammlungen werden im gemeinsamen Stiftungsportal SPK Digital zusammengeführt und fließen in die Deutsche Digitale Bibliothek und in Europeana ein. Viele der digitalen Angebote der SPK werden kooperativ und spartenübergreifend erstellt. Die Einrichtungen arbeiten in der Regel eng mit der Forschung zusammen, um gemeinsame Bestandssegmente für die Digitalisierung zu definieren und die Voraussetzungen für ihre digitale Auswertung und Bearbeitung zu schaffen. Auf gesamtstaatlicher Ebene in Deutschland ist die Deutsche Digitale Bibliothek, an der die Stiftung intensiv mitarbeitet, ein zentrales und herausragendes Projekt für eine umfassende Zugänglichmachung immer größerer Teile des kulturellen Erbes. Die Bundesregierung formuliert in ihrer digitalen Agenda 2014 bis 2017 als Ziel, Zitat, Deutschland zu einem digitalen Kulturland weiterzuentwickeln. Dazu gilt es, ein qualitativ hochwertiges Angebot digitaler Inhalte zu sichern. Hierzu werden wir die Rahmenbedingungen für Inhalteanbieter weiter verbessern. Ferner treiben wir die Digitalisierung von Kulturgut weiter voran und verbessern die Zugänglichkeit zum kulturellen und wissenschaftlichen Erbe in Archiven, Bibliotheken und Museen. Wir entwickeln eine übergreifende Strategie und Aktionspläne mit geeigneten technischen Lösungen und Standards zur Digitalisierung von Kulturgütern, unter anderem Kino- und Filmdigitalisierung,
sowie der langfristigen Bewahrung von Wissen, Informationen und Kulturgütern in digitaler Form und schaffen die dafür notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir stellen, soweit urheberrechtlich zulässig, digitalisierte Kulturgüter und deren Metadaten offen und möglichst unentgeltlich zur Verfügung. Wir bauen die Deutsche Digitale Bibliothek weiter auf und aus. Zitat Ende. Die Zugänglichmachung der von Ihnen bewahrten Kulturgüter gehört schon immer zu den zentralen Aufgaben der kulturgutbewahrenden Einrichtungen. Dabei wurden und werden adäquate und moderne Vermittlungsformen genutzt. Diese Entwicklungen waren immer auch mit Diskussionen um diese neuen Vermittlungsformen verbunden. Sowohl die ersten gedruckten Ausstellungskataloge, die dann auch mit Fotografien bebildert wurden, wie auch die Einführung von Tonträgern als Guide in Ausstellungen waren von Diskussionen begleitet. Befürchtungen, dass die Aura des Originals verloren ginge, dass infolge dieser Bereitstellung die Besucher auf den Weg in die Museen verzichten, die Nutzer der Bibliotheken ausbleiben würden, haben sich als unbegründet erwiesen. Teilweise haben sich beim Thema Digitalisierung und Online-Bereitstellung diese Diskussionen wiederholt, aber Befürchtungen sind hier ebenso unangebracht. Im Bereich der Digitalisierung von Kulturerbe ist auch die Europäische Kommission intensiv und mit zahlreichen Initiativen vertreten. Gerade jüngst veröffentlichte sie am 2. Oktober diesen Jahres einen Bericht, der zeigt, dass die Digitalisierung des kulturellen Erbes nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Nur ein Bruchteil der europäischen kulturellen Sammlungen ist bereits digitalisiert. Europeana, zugleich digitale Bibliothek, digitales Museum und digitales Archiv der EU, umfasst bereits 33 Millionen Objekte aus Hunderten von Museen, Bibliotheken und Archiven Europas und ist damit eine der größten digitalen Kultursammlungen der Welt. Um die Digitalisierung weiter voranzutreiben, empfiehlt die Europäische Kommission einen breiteren, systematischeren Einsatz der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Kofinanzierung von Digitalisierungstätigkeiten, die im Rahmen von Projekten auch positive Auswirkungen auf die jeweiligen regionalen Wirtschaftsräume haben würden. Digitalisierung bietet die Chance, das kulturelle und geistige Erbe der Menschheit allen orts- und zeitunabhängig zugänglich zu machen. Im Rahmen unserer zweitägigen Konferenz ergeben sich sicherlich viele Anregungen und neue Kooperationsmöglichkeiten, und ich bin sicher, dass wir hiermit unser gemeinsames Netzwerk weiter ausbauen werden. Vielen Dank und ein gutes Gelingen.